Ich bin Jasmin Schneider. Ich bin jetzt seit dem 10. September in Peach und habe vorher in Berlin meinen Master gemacht an der Humboldt-Universität zu Berlin und im Anschluss dort auch im Bereich der Erwachsenenbildung gearbeitet und habe vorher während meines Studiums der Kulturwissenschaften auch schon ein bisschen im Bereich von Kulturfestivals gearbeitet und im Bereich von Filmproduktion. Genau, und ich bin seit ja, ganz grob seit einem Jahr ein bisschen mehr an Ungarn interessiert gewesen, im Anschluss an einen Urlaub in Ungarn. Und habe mich dann, nachdem ich die Ausschreibung für die Kulturmanagerstellen in Südost- und Osteuropa des IFAs gesehen habe, direkt irgendwie für Peach interessiert. Also ich habe mir die Stadt angeschaut. Ich war noch nie vorher in Peach, aber fand sie sofort sehr, sehr schön. Ich bin als Kulturmanagerin tätig. Das heißt, ich bin dafür zuständig, neue Projekte im Kulturbereich zu machen, was erstmal ein relativ offener Rahmen ist. Das heißt, einerseits geht es darum, die schon bestehenden Projekte am Lenahaus weiterzufördern, aber auch neue Projekte zu entwerfen. Einerseits möchten wir ganz gerne jetzt nach der Wiedereröffnung des Lenau-Hauses neue Projekte anbieten. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, einmal generationenübergreifend das Lenau-Haus wieder als Treffpunkt für alle, die sich mit der deutschen Kultur, Sprache und Tradition auseinandersetzen möchten, zu öffnen, aber auch gleichzeitig noch mehr jugendgerechte Angebote anzubieten. Das heißt, zum Beispiel arbeiten wir gerade daran, einen Sprachcafé aufzumachen und eine Spielerei. Das heißt, dass wir dann einmal wöchentlich Termine jeweils haben, zu denen die Leute ins Lenau-Haus kommen können, arbeiten aber auch noch an anderen Projekten, die vor allen Dingen im Bereich von zum Beispiel Podcasts liegen sollen und ein bisschen stärker noch die deutsche Minderheit repräsentieren können in medialer Ebene. Ich glaube, das ist ein Phänomen überall auf der Welt ist, dass sich Jugendliche natürlich immer ein bisschen mit anderen Themen auseinandersetzen als ihre Eltern- und Großelterngenerationen. Und allerdings ist es besonders für Minderheiten ein sehr großer und wichtiger Punkt, was die Vermittlung von Sprache angeht und auch von Biografien. Und ich glaube, dass es sehr oft so ist, dass man erst wirklich merkt, wie wichtig diese Punkte gewesen wären, wenn eventuell eine ältere Generation gar nicht mehr da ist. Deswegen setzt sich das Lenau-Haus ganz aktiv dafür ein, dass also diese Vermittlung von Wissen und Sprache zwischen verschiedenen Generationen jetzt schon stattfinden kann. Ja, und das ist natürlich eine unglaublich große Bereicherung, eine Sprache mehr zu können und besser zu können als das, was man vielleicht in der Schule lernt, beziehungsweise gibt es in Peach ja Schulen, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau auch Deutsch unterrichten oder Unterricht auf Deutsch anbieten. Aber ein Ort wie das Lenau-Haus kann noch mal ein bisschen mehr zu einem Austauschort werden, wo die Jugendlichen dann auch selbst entscheiden können, über welche Themen sie gerne reden möchten. Also Peach ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Das Lenau-Haus ist auch ein unglaublich toller Ort. Ich bin also sehr, sehr glücklich mit meinen Vorgesetzten. Wir sind ja ein relativ kleines Team hier im Lenau-Haus, aber genau, der Umgang ist sehr schön und ich fühle mich sehr wohl.